Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge waren wir noch in der Marcien-Enklave und ich glaube, jedes Mal spricht das Ding irgendwie anders aus. Haben wir herausgefunden, wer Pascals Notizen hier geklaut hat, angeblich ihre Schwester Foriel, und wir sollen zu ihrem Labor, was genau hier ist. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass dieser verdammte Trank endlich weg ist. Jetzt nämlich ungefähr 2 Sekunden, bevor ich die Begrüßung angefangen habe, gegangen. Jedenfalls los weiter. Fendel Forschungslabor. Ja. Na gut. Da das das einzige Labor ist, was irgendwie hier ist, Fendel Forschungslabor. Muss das hier aber richtig sein. I had no idea Fourier's laboratory would be so huge. That's my sister for you. Pascal, what is she like? My sis? Well, she's a year older than me and totally smart. She's accomplished all kinds of stuff. I guess she's my idol. I used to run around and copy whatever she did. So anyway, I'm sure she'll understand when we explain what's going on. Could the Vulcanist be inside this laboratory? That would be awesome, huh? But yeah, I don't know. Right now, we should just try and find Fourier. Alles klar. Dann mal los. Da sind wir. Okay. We spent a long time here in Fendel, and yet we're still not any closer to finding the Valkanis. Please keep such negativity in check. It's detrimental to group morale. I understand. I just feel like Richard is suffering while we're running around in circles. Richard is suffering? I cannot even begin to fathom what you're talking about. There has to be some reason Richard's acting the way that he is. I know this isn't what he wanted. I care not for his reasons. If King Richard does not put a stop to his current behavior, then I will be left with no choice but to kill him myself. Hubert! No. I refuse to think like that. If that's your position, then I'll just prove to you that I can stop him. However this ends, I fear the sin will be mine alone to bear. My brother lacks the temperament to kill a friend. Aber du. Okay. Ja, stimmt. Natürlich. Warum denn nicht? Na gut. Fendel Forschungslabor, Etage 1. Na gut. Aber los. Na, prüfen. Notlift scheint nicht zu funktionieren. Natürlich nicht. Dann gehen wir hier rein. Hier sind, glaube ich, ein paar Rätsel noch drin, ne? Gut, Ruhe. Funktionierende Zahnrad. Geil. Und hier haben wir... Sieht aus wie Fisch. Egal. Sieht so aus wie Fisch, aber es interessiert uns nicht. Wir gehen weiter. That's how we roll. Aber wenn hier nur eine Person ist, nämlich die Fourier, dann ist das ganz schön riesig hier. Tor wird geöffnet. Zu wenig Energie. Bitte den Energiekreislauf vervollständigen. Danke. Also, wieso wollte ich jetzt, dass sie mit dem Stab irgendwie da hinschießt? Energiekreislauf bestätigt. Ruhemodus wird aktiviert. Geil. Hätte ich schon von Anfang an mit so einer monotonen Stimme hier sprechen sollen. So. Achso, ich muss das Ding aktivieren. Idiot. Tor wird geöffnet. So, jetzt sieht man, wie sich das geöffnet hat. Das ist so kompliziert für mich. So. Monster. Warum? Oh, keine Ahnung. Aber bitte nicht auf mich die ganze Zeit. Einfach über Spam. Wie lange stehst du denn da schon? War der auf einmal vor mir? Ich habe mich gesehen, wie der auf mich zugekommen ist. Yeah, und erstmal hat einen Titel auf 5 gebracht. Plasma-Schock, yay! Endlich. Nach so langer Zeit endlich mal Plasma-Schock gelernt. Ich habe das so ja, hinausgezögert irgendwie. Das ja hinausgezögert, aber keine Ahnung. Irgendwie habe ich es nie gelernt.
So, am besten jetzt noch irgendwie was hier so mit Trank des Lebens oder so mehr AP bekommen. Oder maximal ist gerade auch gut. Donnerbeben, ja, maximal ist kann. Tun wir jetzt, oh, tun wir jetzt ganz viel auf Level 5 bringen, damit ich offscreen sehr viel trainieren kann. Weil ich fühle mich irgendwie nicht zu stark. Ich fühle mich noch verdammt schwach irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich tue so viele offscreen Trainingseinheiten machen. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Ich tue mal irgendwie ein Team hier wechseln. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit mit dem gleichen Team rum. Aber irgendwie sind jetzt alle auf dem gleichen, ja, sobald erstmal ein Level up hat, kann ich ihn austauschen. Mit Pascal oder so, ist ja immerhin das Labor ihrer Schwester hier. Da kann sie auch mal mitkämpfen. Okay, ja. Nein, genau den Zauber wollte ich eigentlich einsetzen. Aber nein. Cool. Aua. Nein, 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 nein. Geht weg. Der ist immer noch am Leben, was? Nein, 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 nein. Irgendwer hat er sich weggedreht im letzten Moment. Gut. Soll er auch. Naja, ein paar neue Gerichte habe ich auch noch reingetan. Damit ich dadurch Titel lerne. Irgendwie Brathähnchen einen Topf. Dann bekommt Xavier irgendwann einen neuen Titel. Und Crablets. Dann bekommt Sophie, glaube ich, irgendwann einen Titel. Ich weiß nicht, ob ich dem. Ob der Brathähnchen-Eintopf jetzt der richtige war, aber Crabbles auf jeden Fall. Und Espel hat ja auch irgendwie einen Titel bekommen, nachdem man zehnmal Curry im Kampf gekocht hat. Und bei denen ist das auch so. 10-mal oder 20-mal, weiß ich nicht. 10-mal ein bestimmtes Gericht kochen und dann bekommt man einen Titel dafür. Macht Sinn. Aber was nicht Sinn macht, ist, warum hier Monster rumlaufen? Das ist ja ein verdammtes Forschungslabor. Warum lässt hier irgendjemand Monster rumlaufen? Das macht auch keinen Sinn. Wesen sind hier linear. Watching. Okay, da hinten sind Fliegen. Aber wehe schon wieder auf mich. Oh, wehe, jemand unterbricht schon wieder meinen Zauber. So. Mach ich das lieber. Ich unterbreche mich lieber selber. Weil wenn jemand eine Mystic Art einsetzt, während man zaubert, dann wird der Zauber abgebrochen. Sozusagen nicht mehr erkannt. Schon was ich meine, we must always give it our best. That wasn't it, was it? Das war's nicht, oder? Schwertexperte, gut. Ach, ich glaube, den anderen bekommen, weil er Level 5 jetzt ist, ne? Wo ist er? Hier. Stimmt, dafür gibt es ja auch noch Titel. Nehmen wir den hier. Hat er ihn jetzt? Egal. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, auf Pascal. Hier. Soll ja nicht irgendjemand denken, dass ich einige Charaktere bevorzuge, nur ich denke irgendwie nicht dran, die auszuwechseln. Rubin-Inferno. Brauchen wir aber noch nicht. Ein Flammen-Infektor. Ja, das ist auch nicht schlecht. Bank-KP, verzaubern. Todesnähe. Kreisangriff, ja. Halt, aber noch ein auf 5. Ja, okay. So. Ein paar auf Level 5, ein paar Meister, dann habe ich eine bessere Übersicht. So, noch ein Rätsel. Was? Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wie geht denn das? Haben Sie gesehen, wie geht denn das? Kann sie nicht hier mit dem Stab wieder schießen? Energiekreislauf bestätigt. Ruhemodus wird aktiviert. So. Ich glaube, das Labor schafft man sogar noch in einem Part. Wann sind wir schnell dabei? Ich habe schon wieder vergessen, das zu aktivieren. Mann. Boah. Da wird geöffnet. Danke, tschüss. Idiot. Halt die Klappe. Das wird mir bestimmt noch ein paar Mal passieren. So, wieder ein Lift runter. Okay. Ein Forschungslabor unter Geschoss 2. Und eine Biene. Schafe. Sie zwei fallen auf einmal. Okay, wer tut von Beginn immer erst den Scheiß aktivieren?
Immer wenn ich das Power aktivieren will. Wer macht das? Vor allem, warum ist bei denen die Wirkzeit so gering? Das ist doch nicht fair. Und Hubert ist tot. Oh mein Gott. Kann irgendjemand mal Hubert wieder beleben? Danke. Andere werden die ganze Zeit angegriffen und die halten halt aus. Pascal, ey. Ich habe irgendwie gesehen, wie die 20 Angriffe auf einmal ausgehalten hat. So, Cherry, könntest du mal bitte Hubert wieder beleben? Auferstehung auf. Hubert. Ja, du bist genau da, super. Nein! Ah, ich habe dich doch angegriffen, Mann. Wie sie ja irgendwie Wiederbelebung nicht, wie sie Heilung ja Wiederbelebung vorzieht, das ist klasse. Gravelets, cool. So. So, setz mal Auferstehung ein, das ist besser als Trank des Lebens. Weil er aufgelevelt werden kann. Ihr geblieben. Oh. Nein, lass Hubert noch wieder bleiben. Okay, gut. Gut so. Die Auferstehung muss auch aufgelevelt werden, ne? Und Tränke des Lebens kann man nicht aufleveln. Nee. Obwohl das geil wäre. So, okay. Eine Sternfußkette. Ach ja, wir haben ja noch einen Schal bekommen in den letzten Part. Den habe ich auch noch nicht ausgerüstet. Mandarinfarbiger Schaden. Schaden runter. Ja. Und ne, ein Platin-Dingens haben wir auch noch. Eine Platin-Tunika. Ne, Platin-Schutz haben wir bekommen, glaube ich. Glaub, noch eine. Eine Mondfußkette, Sternfußkette. Ja. Wo ich die Effekte immer noch sehr komisch finde. Platin-Schutz? Habe ich nicht Platin-Schutz bekommen? Hier. Den kann aber Hubert nehmen. Weil er so gebrechlich ist. Entdeckung. Elf Auflader. Grundlegender Fehler. Is this seriously an Elith Recharger? Pascal, are you saying that this machine can replenish spent Elith? Wow, sis, I can't believe she invented this. That sounds pretty handy. It's far more than just handy. This could supply enough Elith for the entire kingdom of Fendel. What? Is something wrong? Please don't tell me it's broken. Not broken so much as fundamentally defective. Yeah, it's useless. Is there anything you can do, Pascal? Nope. This is beyond any of the Amarcians. Warum denn? Könntest du uns wenigstens erklären, warum? Er ist Hoffnung aufgebaut und dann alles zerstört, aus dem Fenster geworfen. Moha. Hey. Alles Teiler, die werden noch irgendwann später letztlich. Und ich habe jetzt keinen Bock, euch beiden zu bekämpfen, weil ihr seid hier in einem Raum und da muss ich nicht durch. Also, nee. Da sehe ich da jetzt nicht einer, macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist doch lächerlich. So, wo lang jetzt? Ja, das ist schon mal schlecht. Wir haben ja zwei Gänge. Jetzt eine Sackgasse, okay. Wenn das hier nicht weitergeht, dann kämpfe ich noch gegen dich. Da ist eine Truhe. Eine Platinscheide. Hier. Zack. Ausrüsten mit Espel. Okay. That new sheath looks really cool. I've wanted this ever since I joined the Knight Academy. Temper your enthusiasm. Why? Those who rely too heavily on equipment neglect to hone themselves. Wait, wouldn't having equipment you love make you want to work that much harder? In the old days, swordsmen became legend without touching that sort of thing. But times have changed. Now the equipment does all the work, and any old half-wit can wield it. Here we go. Weil das diese sowieso unsere Dekoration da. Da wird sich ja nicht mehr über ein Accessoire freuen, so. Also bekommst du jetzt aufs Maul. Malik. Oh Gott. Oh Gott. Aber wenn die Dinger treffen, dann sind sie stark.
Das muss man ja mal sagen. Steinschwer. Steinschwer. Spam. So. Oh, hat man den Angriff schon gesehen? Pascal und Ifrit. Zack, zack. Please don't mention my past in front of everyone. Baby Hubert. Obwohl Hubert war früher noch süß. Jetzt ist er nur kalt. So. Sophie hat gleich ein Dingens. Wie kann er denn kalt sein? Er kommt aus der Wüste. Sophie hat gleich irgendein Deal auf der 5 gemacht. Geil. So. Komm mal! Irgendjemand setzt schon wieder den Scheiß ein. Ah, gut. Wir haben auch wieder einen angezielt. Ja, Hauptsache die anderen. Hauptsache nicht ich. So. Zack. Und wer? Geh weg, aua. Kann ich auch hier. Zack. Zack. Und zack. Und der hat mir. Oh, der hat einen neuen gerufen, was? Was soll denn der Mist? Was? Der hat irgendwie 1000 abgezogen und der hat fast gar keine AP verloren. Da halt. Mein Gott, warum hätten wir so viel aus? Die alles auf den gefeuert haben und der immer noch am Leben war. Schwerkraftschutz und verarzten. Wir kriegen aber gut Erfahrungspunkte und FP hier. Finde ich. Zaubern und Vogel, ja, machen wir ausweichen und Sophie Schwertsturm. Ja, das Regeneration. Warum habe ich das nicht schon vorher gehabt? So irgendwie so ein grundlegendes Ding. So, und diesmal nicht vergessen hat, verdammte Ding zu aktivieren, bevor ich rausgehe. Das ist einfach. Nein, sind nicht. So, jetzt ist es einfach. Ich ja nicht nach oben schieben können. Ob wir noch bis zu... Na... Ende dieser Dungeon, sage ich jetzt mal, kommen werden in diesem Part? Ich glaube schon. So, aktivieren. Da wird geöffnet. Idiot. Was? Wieso? Ich hab's doch geöffnet. Wieder ein Aufzug und noch weiter runter. Warum denn so weit? Ja, da steht was, oder auch nicht? Dann tue ich mal gekonnt einige Gegner hier ignorieren und hier geht's runter. Gehen wir erstmal hier runter. Okay, hoch und hier sieht schon verdammt richtig aus. Ich darf den Weg gleich nochmal zurücklatschen. Ja, hier hinten, ne? Und geh mal weg da. Und hier hin. Und da. Ne. Doch, hier. Ja. Du nicht schlauer sein als ich. Ich schlauer sein. So. Jetzt wieder das Ding aktivieren. Idiot. Was, warum denn? Und das Ding ist jetzt auch offen. Aber ich glaube, das ist noch nicht der richtige Weg eigentlich. Eigentlich glaube ich, wenn man oben hin musste. Oder auch nicht. Ich kann nochmal zurückgehen. Weil das sieht ja schon richtig aus. Verdammt richtig, richtig. Dann gehen wir nochmal zurück, ne? Können wir die Pfeile nicht einfach sagen, wo ich hin muss, Mann? Da wird so viel einfacher machen. Und was haben wir hier? Eine Truhe bestimmt, ne? Ja. Ein orangefarbener Schal. Tun wir den mal ausrüsten. Ich habe gerade letztens erst einen neuen bekommen. Ist irgendwie genau der gleiche. Warte mal.
Mandarinenfarbig ist doch orange. Oh, sogar 20. Der eine hat nur 10 gebracht. Okay. Na gut, dann renne ich noch mal den kleinen Weg zurück und dann machen wir einen Schnitt. Und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Müssen wir eigentlich auch schon fast durch sein hier in dieser Dungeon. Ja, fast vermasselt. Runter. Und ich glaube, jetzt noch die Tür, genau. Ich glaube, hier waren wir doch. Oder ist das nicht hier schon? Wow, es sind zwei Abzeigungen. Was mache ich jetzt? Okay. Lass mal hier durch. Ich glaube, der eine führt uns wieder zum Ausgang, der eine Weg. Ein heiliger Trank. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Schnitt und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grisseth. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.